Fehlstart. So, Fehlstart geht auf die Kappe von SJs Junior C und Stefan Schoonhoven, der sich da ein bisschen verfahren hat. Das ist ein Zitat der Rennleitung, das ist nicht von mir. Ich gebe das weiter, obwohl es passt natürlich. Also, zweiter Versuch. Hoffentlich diesmal alle an der richtigen Stelle und alle ohne sich zu verfahren. So, das sieht besser aus. Und dieser Start hat auch funktioniert. Pferde sind unterwegs. Fehler da zu Beginn von Key Largo. Der sprang 5 rot, die 5 rot. Geht hier gleich an Popeye Diamant, der schon in Gelsenkirchen zuletzt gut aus dem Band kam. Und der auch jetzt das Kommando hat, ausgangs des ersten Bogens, währenddessen Key Largo disqualifiziert wurde. Popeye Diamant vorn, Ivo dahinter in der zweiten Position bereits mit 2 Längen Rückstand. Versucht hier im Moment die Lücke zu schließen. Triumph Ferm ist drittes Pferd. Dahinter dann an der Innenkante auszumachen ist SJs Junior C. Fünfter ist Jamil Cortina, dann Louis-D'Or und dann Sambuco am Ende des Feldes. Es geht in den Hospitalbogen hinein. Alle an der Innenkante. Popeye Diamant vorneweg. Ivo zweiter. Triumph Ferm dritter. SJs Junior C vierter. Jamil Cortina fünfter, dann Louis-D'Or und dann Sambuco. So geht's die Gegenseite entlang und jetzt ist gleich eine Runde zurückgelegt und Popeye Diamant mit der Führung vor Ivo und Triumph Ferm, SJs Junior C, Jamil Cortina, Louis-D'Or und Sambuco. Erneut die Pferde jetzt im Parkplatzbogen, 25-3 die erste Zwischenzeit. Aus dem Band heraus die zweite 19-8. Popeye Diamant weiterhin mit souveräner Führung hier. Wird nicht angegriffen, hält das Tempo sehr dezent. Ivo ist mit der Position dahinter zufrieden, genießt hier nach wie vor den Windschatten von Popeye Diamant. Triumph Ferm bleibt Dritter. Jamil Cortina an der Außenseite der Vorjahressieger jetzt in zweiter Spur unterwegs in den SJs Junior C. Dann Sambuco und Louis-D'Or. Da geht jetzt auch Triumph Ferm in die zweite Spur, wo es auf die Schlussrunde zugeht. Zwischenzeit 16-4. Popeye Diamant, Triumph Ferm außen, innen Ivo. Dann SJs Junior C mit Jamil Cortina in der äußeren Spur. Dann sehen wir Sambuco und Schlusslicht ist Louis-D'Or. So geht es letztmals am Casino vorbei, jetzt gleich schon auf den Schlussbogen zu. Popeye Diamant im Vorteil, Triumph Ferm kommt aber näher. Popeye Diamant und Triumph Ferm, beide jetzt Kopf in Front. Mitte des letzten Bogens, dahinter hat dann SJs Junior C direkten Anschluss, währenddessen Ivo hier passen muss. Drei Pferde setzen sich ab, Popeye Diamant, Triumph Ferm und SJs Junior C. So geht es um die letzte Ecke herum, Popeye Diamant, Triumph Ferm greift an, SJs Junior C wird ganz nach außen genommen, Triumph Ferm führt, SJs Junior C kommt aber, Triumph Ferm mit SJs Junior C, Robin Bott im letzten Jahr Sieger und auch dieses Jahr gewinnt er den großen Preis der NLZ mit Triumph Ferm, SJs Junior C wird Zweiter, Popeye Diamant Dritter, dann Jamil Cortina und Sambuco auf den weiteren Plätzen. 17-2 die vorletzte und 12-7 die letzte Zwischenzeit. Das vorläufige Ergebnis zum siebten Rennen. Sieger ist die 2 Triumph Ferm mit Robin Bott. Zweiter wurde die 8 SJs Junior C mit Stefan Schoonhoven. Und dritter die 4 Popeye Diamant mit Gerd Biendl. Vorläufig also 2:8:4 für das siebte Rennen für den großen Preis der NRZ. Sieger die 2, zweiter die 8 und dritter die 4.
Bitte zur Parade sammeln. Herr Strobel, bitte fahren Sie die Parade an. Bitte fahren Sie die Parade. Und Frau Wagner. So, mit der Startnummer 1, meine Damen und Herren, Man in Black und Herbert Strobel. Mit der Startnummer 2, Abano Hahn und Martin Altmann. Die Startnummer 3, Aries und Jochen Heide. Die 4, Tuora und Hans-Jürgen Just. Die 7, Richeton de Jacques und Melanie Fleschot. Und die 8, Jacques Junior und Rudi Haller. Das sind die 6 Teilnehmer hier in diesem Rennen, im 8. Rennen, unserem Donau-TV-Rennen.